Ja, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Und zwar möchte ich heute generell mal über das Thema Mittelalter ein bisschen sprechen. Es ist ja so, die meisten, die hier zuschauen, werden sicherlich mit der Materie Wissen, mit dem Wissen und der Materie Mittelalter vertraut sein. Aber es gibt auch noch viele Vorurteile, und mit denen möchte ich mal so ein bisschen aufräumen. Ich sage mal so, aus meiner Schulzeit hängt das noch so ein bisschen fest. Das finstere Mittelalter, eine Zeit, die als rückständig und irgendwie grausam galt. Naja, gemessen an unserer heutigen Entwicklung, natürlich rückständig. Die hatten keine Autos, die hatten keinen Farbfernseher. Aber was werden in 1000 Jahren andere Leute über uns sagen, wenn die rückblickend auf unsere Zivilisation schauen? Die werden es auch als rückständig empfinden. Dunkel, finster war es im Mittelalter, wenn man von der Beleuchtung her mal ausgeht. Elektrisch Licht gab es natürlich nicht und Öllampen war auch so eine Sache. Das Öl als Erdöl gab es noch nicht, hat noch keiner entdeckt. Man konnte Speiseöl verwenden, aber das war ein sehr teures Zeug und eigentlich ein begehrtes Lebensmittel. Also Öllampen gab es nur im geringsten Umfang. Das nächste, die gute alte Kerze, war auch ein sauteures Ding im Mittelalter. Bienenwachs war nicht so häufig, wie man das heute kennt. Die Bienenzucht, die Imkerei, war längst nicht so weit entwickelt. Von daher Kerzen eine richtig teure Geschichte und auch die Kerzen, die wir heute kennen, sind ja ein Kunstprodukt aus Stearin, heißt das richtig. Das sind ja keine echten Wachskerzen. Echte Wachskerzen hat man auch eher selten heutzutage. Ja, was blieb zur Beleuchtung? Es blieben sogenannte Unschlittlampen. Unschlitt war, dass bei der Schlachtung die Abfälle, die Fettdinger übrig, die keiner haben wollte, da hat man Docht reingefriemelt und hat das Ding entzündet. Das qualmte, das ruste, das stank, aber macht halt auch ein bisschen Licht. Das andere waren Kienspäne, also harzreiche Holzstückchen, Holzstäbe, die in Klemmen reingesteckt wurden und dann auch langsam abbrannten und ein bisschen Licht abgaben. Was man so aus Filmen kennt, überall so diese Fackeln in den Burgen oder riesige Feuerkörper, das ist völliger Firlefanz. Burghof war dunkel bei Nacht und da brannten keine Feuerkörper. In einer Zeit, wo auch noch keine Kettensäge, kein Holzspalter vorhanden war, war das Bäume fällen, das Holz zurichten, viel zu aufwendig, als dass man das in solchen Massen hätte verbrennen können. Das hat kein Mensch gemacht. Kochen und Heizen im Winter, ja, soweit das erforderlich war. Aber wie gesagt, es war ein mühseliges Geschäft. Die Fenster, gehen wir weiter bei Dunkelheit. Die Fenster, wie wir sie heute kennen, solche großen, schönen Fenster, verglast, gab es natürlich auch nicht. Die Fenster waren kleine Durchbrüche, kleine Löcher in den Wänden, die sich im Winter mit Strohsäcken verschließen ließen oder wo ein hölzerner Laden dann vorgeklappt wurde, wenn es zu kalt wurde. Und wer ein bisschen was an Geld da hatte, der konnte natürlich auch einen Rahmen nehmen und Pergament reinspannen, was geölt wurde. Dann schien auch da Licht durch, aber durchschauen konnte man natürlich auch nicht. Glasfenster, ja, in der Art, wie wir sie heute kennen, kamen erst relativ spät auf mit der Gotik. Das fing an in den Kirchen mit ja, so bunten Bleikristallfenstern, die kamen da auf. Und dann konnten sich auch die wirklich reichen Leute auch die ersten Fensterglasscheiben leisten. Aber auch das, wer sich noch so in meiner Generation, Anfang 60 geboren, erinnern kann an die Kindheit. Da gab es noch einglasige Fenster. Da waren im Winter waren die ganzen Scheiben gefroren. Da waren richtige Eisblumen, wie wir es nannten, dran. Also auch das war eine recht kalte Sache. Aber man konnte dann durchschauen und es war besser wie Pergament. Das war der erste Schritt in Richtung Fenster sozusagen. Ja, das war zum Thema der Dunkelheit im Mittelalter. So schlimm war es dann doch nicht. Es war kein finsteres Mittelalter. Diese Zeit war der Aufbruch auch in die Moderne. Viele Wege wurden da bereitet. Die Medizin oder Heilkunde nahm ihren Anfang in den Klöstern. Die Mönche bauten in ihren Kräutergärten Kräuter an, die bei vielerlei Wehwehchen und Krankheiten helfen konnten. Und auch die Chirurgie machte kleine Fortschritte. Man konnte wirklich anfangen, von gewissen Leiden die Leute zu befreien. Was natürlich ein Hammer war, waren die Kriege damals. Wobei gemessen an der heutigen Zeit, kann man es auch kaum als grausam bezeichnen. Da haben sich einige Hunderte oder Tausende von Leuten mit Schwertern und Äxten die Schädel eingeschlagen. Das ist völlig unsinnig, war auch nicht schön, das muss man dazu sagen. Aber gemessen an heutigen Waffensystemen und Kriegen, die wir haben, ist das Kinderkram gewesen.
Allein die Todeszahlen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, was da für schreckliche Waffen eingesetzt wurden, die Gaskriege an der Westfront im Ersten Weltkrieg, das ist grausam. Atomwaffen, das ist grausam. Also wenn heute Kriege stattfinden, wir denken an Vietnam oder an die vielen kleinen Konflikte in der Zeit jetzt im Iran, Irak, was er gegeben hat, da sind in kürzester Zeit viele Menschen brutaler getötet worden. Das muss man sich vor Augen halten. Ja, im Mittelalter weiter auch dann auch die Körperpflege, Körperhygiene war natürlich nie so wie heute. Es gab keine Wasserleitung in dem Sinne, es gab kein fließendes Wasser aus dem Wasserhahn und schon gar kein warmes Wasser. Das muss man sich vor Augen halten. Und gemessen daran würden wir sagen, ja, das waren Dreckschweine. Die waren Dreckschweine, allerdings waren die Geistlichen, die Mönche, denn die hatten tatsächlich die Auflage, wenn überhaupt, nur zweimal im Jahr zu baden. Weil zum Baden muss man sich ausziehen, zum Ausziehen sieht man seinen ganzen Körper nackt. Und das sollten die ja gar nicht. Die sollten sich untenrum mit ihren Genitalien ja gar nicht beschäftigen. Deswegen am besten nicht baden. Die normale Bevölkerung, da gab es Badehäuser, die die nutzen konnten. Und auch sogar die Handwerker bekamen von ihren Meistern den sogenannten Badepfennig ausbezahlt, mit dem sie das Badehaus besuchen konnten, der Reinlichkeit wegen. Das geschah einmal wöchentlich. Und Wasser erwärmen war damals halt ein mühseliger Prozess. Das fing von dem mühseligen Holz einschlagen an, bis halt einmal vor einmal warm machen, in den Zuber reingießen und dann saßen die Leute da drin und reinigten sich mit Seifenlauge. Essen war auch eine ganz andere Geschichte wie heute. Heute ist wieder die große Modewelle, Vegetarier, Veganer. Im Prinzip hatten die damals im Mittelalter kaum andere Chancen als ja, fast vegan oder vegetarisch auf jeden Fall zu leben. Fleisch war ein teures Produkt. Es gab keine Massentierhaltung. Tiere wurden dann geschlachtet, wenn man es nichts für anderes mehr gebrauchen konnte. Also das Huhn, was keine Eier legen konnte, wurde dann geschlachtet und stundenlang gekocht, damit es noch ein bisschen weich wurde. Mit dem Rind, was keine Milch gab, was keinen Wagen mehr ziehen konnte, war es das Gleiche. Und Schweine wurden tatsächlich nur im Luxus gehalten. Ganz selten, dass Schweinezucht gegeben hat. Die Jagd war dem Adel vorbehalten. Und so kam auch der Ausdruck zustande, Kraut- und Rübenfresser. Also viel Getreidebrei wurden gegessen. Das Getreide war tatsächlich ein Hauptnahrungsmittel. Und Fleisch, wie gesagt, sehr selten auf dem Tisch. Eher mal Eier, mal ein bisschen Käse oder auch mal Fisch. Am Mittelalter, wo ich sagte auch schon, das war der Aufbruch in die Moderne, auch die Kunst, die Musik hat sich da entwickelt. Über die Kreuzzüge kamen verschiedene Instrumente nach Europa. Der Minnegesang hat seinen Anfang genommen, die Troubadoure haben ihre Lieder verbreitet und auch die Kunst in Form von dem gotischen Baustil hat einen Riesenfortschritt gemacht. Oder auch wenn man sich vor Augen hält, die Heidelberger Liederhandschrift, den Codex Manesse mit den vielen kleinen Miniaturen. Also da hat sich eine ganze Menge getan. Von finster und rückständig müssen wir da echt nicht mehr reden beim Mittelalter. Ist nicht alles Gold gewesen, was da geglänzt hat, ist es klar, aber das ist heute genauso. Gucken wir nur unsere Hartz-IV-Gesetzgebung an, die armen Leutchen da. Ne? Hier könnte man auch vieles besser machen. Beim Mittelalter ganz genauso. Aber auf keinen Fall war das finsterer oder rückständiger oder brutaler als heute. Ja, mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Einblick geben. Und wenn es gefallen hat, Daumen hoch und Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.